Kaka Chandasana, die Stellung von Kaka Chanda. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockstellung mit Fersen am Boden. Becken ist tief. Dann gibst du den Oberkörper zwischen die Oberschenkel und gibst die Arme über vor das Schienbein nach hinten. Und wenn möglich, verhakst du die Finger oder faltest die Hände. Kaka Chanda, auch genannt Kaka Chandishvara, war ein Yogameister, einer der großen Nath-Yogis, einer derjenigen, welche die Verwirklichung erreicht haben und deshalb als Siddha bezeichnet werden. Kaka Chandasana ist ein schönes Asana für die Flexibilität von Knien, Fußgelenken und Hüftgelenken, eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane, die sanft massiert werden, eine Stellung, um den Geist nach innen zu bekommen und auch eine Gleichgewichtsstellung. Alle Informationen über Asanas, Pranayama, Meditation, Ayurveda, Spiritualität, Naturheilkunde, Hinduismus, Yoga-Philosophie und mehr auf wiki.yoga-vidya.de.